Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu meinem 50 Abonnenten Special. Danke, danke, danke. Es ist nicht lange her, dass wir das 40 Abonnenten Special gemacht haben. Ganz vielleicht eine Woche. Und wir sind bei den 50 Abonnenten. Danke. Die reichen den Käse ein, der mit seinen 88 Abonnenten momentan da vorne steht. Wir sind momentan zweitplatzierter auf unserem Abonnenten-Ranking. Der Cheese ist ganz oben. Dann dürfte Chias kommen, wobei den haben wir bisher nicht wirklich ins Ranking aufgenommen. Dann dürfte Steph kommen oder Meister B. Ich weiß nicht genau. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Abonnenten habt. Also ich bin jetzt endlich mal an zweiter Stelle. Ich glaube, Minecraft kommt ganz gut an, weil offiziell Minecraft ist wieder das beliebteste Spiel. Also wieder Fortnite überholt. Und da ich heute kein Tutorial mache, nämlich ein Special zu den 50, habe ich gedacht, dass wir in Survival Mode einmal einen Raid machen. Ich habe ja gesagt, irgendwann werden wir das machen. Habe mich ein bisschen equipped, damit wir auch möglichst nicht sterben. Denn wenn wir sterben, kommt ein ziemlich nerviger Bug. Zweitens habe ich gedacht, um es noch besonderer zu machen, wir spielen mit den alten Minecraft-Texturen vor 1.14 und so. Wir gehen mal in das Dorf rein. Ich habe schon ein Raid-Tutorial gemacht, deswegen dürftet ihr jetzt auch wissen, wie das hier abläuft. Ihr seht gerade die Raid-Leiste nicht. Ich weiß nicht, wieso ihr sie gerade nicht sehen könnt. Ist egal. Die Dorfbewohner schlagen die Glocke. So, sind sie gespawnt. Ich habe das Raid ja jetzt mal im Creative gemacht. Das Besondere ist, dass ich sterben kann jetzt. Ich habe ein Schild equipped. Also die alten Texturen. Ne? Ich sehe bisher keinen so großen Unterschied. Die Pillager sehen auch nicht anders aus, denn sie haben gerade ein Dorfbewohner niedergeschossen. So, die erste Welle besteht immer aus 4 Pillagern. Die dürften nicht. Ich habe mir für den Notfall goldene Äpfel geholt, weil wir können es sein, dass wir in der letzten Welle diese essen müssen, um nicht zu sterben. Der Cheese macht ja auch bald sein Special, da hat der Cheese wieder schon gesagt, freue ich mich drauf. Wieder hier oben? Nee. Aber wir haben hier so viele Hügel und die könnten so auf Anhöhungen spawnen. Ist jetzt zwar das neue Dorf-Design, wir spielen halt nur mit alten Minecraft-Texturen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen besonders, wenn wir das auch mal wieder machen würden. Da sind sie, da kommen sie. Sogar mitten im Diener. Sehr wohl, Günther. Fein. Der Diener verfolgt jemanden. Wir müssen hinterher. Die Diener sind nämlich etwas stärkere Viecher. Okay. So, in der dritten Wave dürften jetzt es ist eine Kreatur. Ja, es ist ein Ravager. Es ist ein Ravager. Bleib weg. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, erst recht. Jetzt haben wir ihn erst recht getriggert, kann das sein? Oh Gott. Sneak in. Sehr schön. Nächste Welle. Die Welle war wirklich nur aus einem Ravager. Sehr schön, sehr schön. Und wir sind bisher nicht gestorben und es sollte besser aus so bleiben. Seht ihr mal die ganzen krassen Drops, die man bekommen kann. Die alten Texturen sehen irgendwie richtig hässlich aus. Wieder nur eine Kreatur. Was ist denn los? Das Gefühl, dass es wieder ein Ravager ist. Ah, Mann. Dann kommt morgen das Tutorial zu dem Ertrunkenen und dann kommt der. Es ist ein Plünderer. Mojang. Von jeder erdenklichsten, schlechtesten, letzten, vielleicht letzten Welle, die ihr machen konntet. Nee, nicht letzte Welle. Aber die Welle bestand halt nur aus einem Plünderer. Mojang, das ist nicht schwer. Das hätte ich jetzt, diese Welle hätte ich auch ohne meine Full Diamant Equipment hinbekommen. Ah, endlich mal normale Wellen.
so lange keine Raids mehr gemacht. Das wird, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Seitdem habe ich keine Raids mehr gemacht. Ich glaube, da hinten sind sie. Oh Gott, es sind Diener. Es sind Diener. So, wir müssen Günther beschützen. Den Eisenjäger des Dorfes. Okay, da kommt scheinbar jemand. Ich muss nicht besonders mal. Okay, komm her. Nochmal. Dann draufschlagen. Verdammt. Okay, Günther kümmert sich um alle Kreaturen, sodass ich eigentlich nur noch hier gegen den Ravager kämpfen muss. Oh Gott, das wird es. Okay, Ravager ist eine härtere Herausforderung, aber mit einem Schild easy. Es wird dunkel. Nicht toll. Deswegen sollten wir, glaube ich, in einem der Häuser schlafen. Hallo? Ich weiß nicht, das Netteste, wenn ich bei anderen schlafe, einfach. Sie kommen. Oh mein Gott, sind das viele. Angriffe für diese Wave scheinbar von Dienern. Und eine Magier. Ja, komm, mach deine Fangs. Metrim, Metrim. Absorption. Und Regeneration. Die Welle ist hart. Ihr seht schon, wie viel Schaden die mir macht. Die haben mich hier an den Rand zurückgedrängt. Deswegen, die haben meine Observation schon aufgebraucht. Der Magier hat das wahrscheinlich angeführt, die Wave. Einer ist mir nicht gefolgt und Günther hat gerade die letzte Kreatur getötet. Zum Glück habe ich für das Special jetzt eine Welle bekommen mit starken Gegnern. Denn, ja. Das habe ich wieder vergessen, den Namen von dem einen. Der sagt, ich soll seinen Namen sagen. Da sind sie. Oh Gott. Zwei Diener werden immer vorgeschickt. Drei werden vorgeschickt. Werden doch gleich vier vorgeschickt. Hexe aus dem Weg räumen. Weg damit. Eigentlich soll man einen Magier nicht zaubern lassen. Denn dann kommen nämlich die Plageviecher. Jawohl! Wir kriegen ihn down. Wir kriegen auch diese Wave gebacken. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die auch hinkriegen. Jawohl! Und der Ravager hat gerade zum Besiegen der Pillager beigetragen. Okay, der wird immer aggressiver, der Ravager. Unser lieber Günthi. Stirb! Okay, verdammt. Mein Raid-Tutorial war das, glaube ich, bedeutend einfacher, weil ich mir ein Creative. Achso, Hölle! Du kommst her. So, wo ist der Rest von euch? Der Magier auf Biest, das kündigt eigentlich schon an, dass es die letzte Welle ist. Verdammt, warum hat er mich nicht zugeschlagen? Manchmal funktioniert der Schild und manchmal nicht, oh Gott. Wir sehen, dass mein Schild ist übelst kaputt. Wow. Das war gerade ein unverdienter Sieg über das Biest. Okay. Wo sind die? Also von dem einmaligen, der erst vorhin. Oh no. Finde ich den jetzt nicht mehr. Die kamen alle von da, glaube ich. Ist hier noch wer? Irgendwo? Ich meine, wir sind nicht gestorben.
Gott, nein. Daran scheitert es bei Raids am meisten. Wenn man den letzten einer Welle nicht findet. Das Dorf ist nicht mal so groß. Wo ist denn der letzte? Hallo, Trunkner. Wir haben ein Problem. Egal. Das war's mit dem Special. Danke nochmal für 50 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.